Moin Leute, es gibt wieder neue Infos zu Cold War, Mid-Season Update, Waffenpatches, neue Maps. Und ich möchte euch dazu heute gerne mal ins Boot holen. Und zwar fangen wir an mit Cold War. Es wurde ein Waffenpatch für Cold War angekündigt und es wurde auch angekündigt, welche Waffen alle angefasst werden. Es handelt sich nämlich um diverse Waffen. Dabei sind die LC-10, die AK-74U, die MAC-10, die KSP, Milano, Krieg, FFAR, Rosa, Magnum, 1911er, RPG, LMGs und Launcher werden generell stärker gegen diese Schutzwesten in Hardcore-Modus. Es ist so, dass diese Updates, diese News für Cold War angekündigt wurden und bestätigt wurden, für Warzone aber das Ganze noch nicht. Also ich weiß nicht, was da jetzt in Zukunft passieren wird, ob die Waffenänderungen einfach von Cold War in Warzone übernommen werden oder ob es da nochmal ein extra Patch für geben würde. Ich würde mich freuen, wenn beispielsweise wir mal frischen Wind oder einige Neuerungen in Warzone hätten, weil es einfach langsam so ein bisschen träge wird. Seit Ewigkeiten, seit zwei Monaten spielt man jetzt die FFAR und seit ein paar Wochen jetzt auch schon nur noch die AUG oder viele Leute. Und ich finde es immer noch relativ unrealistisch, dass ein Sturmgewehr im Nahkampf einfach stärker ist als beispielsweise eine MAC-10, also eine MP. Da muss unbedingt was gemacht werden. Zusätzlich in Warzone sind jetzt die Zombies vom Krankenhaus nach Downtown zum Rathaus bzw. zur Bank gemoved. Die sind jetzt unten beim Tresor in der Bank. Ich hatte, um ehrlich zu sein, gehofft, dass die Zombies sich vielleicht auch irgendwo vermehren oder verbreiten. Dem ist wohl nicht der Fall. Das ist wohl nicht der Fall. Gut, könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht, wenn die an 3, 4, 5 Orten sind, dann doch irgendwie zu anstrengend wird für die Leute. Aber alles in allem muss ich sagen, es läuft sehr langsam oder es geht sehr langsam voran. Es nervt mich so ein bisschen. Ich würde mich freuen, wenn da jetzt vielleicht mal ein bisschen was passieren würde oder uns wirklich ein sehr, 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 sehr geiles Live-Event bevorsteht. Ich hoffe, wir warten alle nicht umsonst. Wir schauen mal. Mehr als abwarten können wir ja leider auch nicht machen. Dann ist zusätzlich jetzt der R-Run R1 Shadowhunter Armbrust ist jetzt released. Könnt ihr also jetzt offiziell spielen und auch finden. Der war ja kurzzeitig durch einen Bug irgendwie frühzeitig zu finden in Kisten. Jetzt ist er offiziell released. Und dazu kommt, dass es insgesamt zwei neue Maps für Cold War geben wird. Auf der einen Seite haben wir einmal Mansion. Das ist eine kleine 2v2 Gunfight Map, die relativ spannend aussieht. Das ist halt einfach ein wie es der Name schon sagt, ein relativ gehobenes Anwesen. Eine Villa, wo eben das 2v2 stattfinden wird. Relativ kleine Map. Und dann als zweites wird es Miami Strike Game. Miami Strike ist, hört sich relativ spannend an. Das ist eigentlich nur Miami, die wir ja bei Nacht und in Groß kennen. Das ist die Map, nur in kleiner und bei Tag. Ihr seht jetzt auch unten gerade nochmal die zwei Trailer, die auch von Treyarch veröffentlicht wurden, zu den beiden Maps. Miami Strike hört sich relativ spannend an. Da geht wahrscheinlich ein bisschen mehr Action, geht ein bisschen mehr ab als bei normal Miami. Aber warum nicht? Dann noch offen ist die Map Sanatorium. Die ist die neue Map für Zombies. Die war auch angekündigt für die Season. Ich vermute jetzt mal, entweder wird sie zum Mid-Season-Update kommen oder jetzt im letzten Drittel der Season sozusagen. Also ich sag mal zwei Wochen vor Ende. Wir haben ja jetzt ungefähr noch 25 Tage, bis die Season zu Ende ist. Und zusätzlich fehlt uns noch die Sniper. Diese ZRG 20mm, die wurde uns ja auch angekündigt. Hatte ich ja in meinem Season-Update-Video zum Beginn der Season einmal gezeigt. An diesem, Sheet, an diesem Bild einmal, an dem Diagramm, wo man einmal sehen kann, was eben für die komplette Season angekündigt war. Und ja, dann haben wir noch etwas, was bis heute offen ist und wo auch irgendwie nie eine richtige Info kam. Und zwar gibt es ja drei Waffen. Die CX-9, die Psykov und das RAL-MG. Die drei Waffen. Die CX-9, die konnte man in Warzone schon für eine Zeit lang finden. In Custom-Lobbys kann man sie tatsächlich immer noch finden. Die Psykov-Pistole ist in Modern Warfare schon seit einiger Zeit und das RAL-MG auch. Und die konnte man auch über Umwege im Koop durch Bugs auch schon spielen im Multiplayer. Was mich aber in dem Fall einfach stört, dass wir wissen nicht so richtig, wie es weitergeht. Die sind nicht offiziell released. Aber ganz raus sind sie auch nicht. Also, was erwartet uns da? Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie mit Cold War zu tun hat, dass der Hype irgendwie nicht verschoben werden sollte. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht erklären. Aber mich würde schon mal interessieren, was jetzt mit den Waffen passiert in Zukunft. Dazu kommt, dass es auch neue Maps für den Multiplayer geben sollte, die angekündigt waren, die aber bis heute nicht released sind. Warum auch immer, keine Ahnung. Also, mich würde es freuen. Es gibt immer noch viele Leute, auch bei mir in den Kommentaren, auf TikTok beispielsweise, die wirklich auch noch viel Modern Warfare spielen und
ich fände es schön, wenn das Spiel auch weiter auflebt, weil ich finde, Modern Warfare war ein richtiger, richtiger Glücksgriff. Also das war ein Spiel, was hat richtig Spaß gemacht. Cold War Multiplayer macht mir persönlich jetzt wieder nicht mehr so viel Spaß. Und ja, ich finde es einfach schade, dass sie jetzt, klar, man will das neue Produkt pushen. Das kann ich vollkommen verstehen. Aber nur, weil weil es ein neues Produkt rausgekommen ist, die alten Spieler zu vernachlässigen, finde ich ein bisschen schade. Also ich finde schon, dass wir in Modern Warfare durchaus auch noch neuen Content kriegen können und sollten. Das wurde damals auch angekündigt, als Cold War rausgekommen ist. Aber gut, am Ende des Tages bleibt es leider nichts übrig, als abwarten und anschauen. Mir persönlich, mich würde es mir wünschen. Und ja, das war es jetzt an dieser Stelle auch schon mit den News zu dieser Woche. Ich danke euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Halt die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Ciao.